versuche es noch einmal, vielleicht komme ich irgendwie doch drauf. Auch nicht runterrutschen. Yes! Geschafft. Einfach nur seitlich so ein bisschen, ja, tricky-mäßig. Ein 100er, danke. Das sieht zu brüchig aus. Nö. Nun denn. Dann geht es jetzt mal weiter. Das muss ja auch irgendwie funktionieren. Das Ding ist, ich kann zwar dem Elefanten sagen, dass er aufhören sollte zu drehen, aber die Zeit bleibt ja dann trotzdem nicht ewig stehen. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt geht's ein und jetzt geht's auf. So. Nicht erwischt. Bis es da ist, geht's wieder zu. Also ihr könnt schon rein, aber dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus. Oder wird zerquetscht oder sonst irgendetwas. Das ist das, was einfach keinen Sinn macht. Ich verstehe es nicht, wie die das meinen, wie ich das machen soll. Da hätte es noch einen Reaktorkern gegeben, okay. Die Truhe haben wir bereits. Ja, und das ist jetzt halt mein Problem, ich komme hier nicht rein. Vor allem da oben sind Stacheln. Nein, vergisst es. Vergesst es. Es funktioniert nicht. Okay, ich muss mir was anderes überlegen. Komm ich da rüber? Nö, auch nicht. Dann weiß ich jetzt nicht, wo ich weiter soll. Irgendwie auf die Zahnräder kommen. Das Problem ist, es dreht sich genau in die falsche Richtung. Das Einzige. Wartet mal, ich habe eine Idee. Vielleicht. Aha, es dreht sich in die andere Richtung. Vielleicht funktioniert es so. Da steht die Zeit dazwischen vielleicht nicht so kurz. Ich glaube, so ist es gedacht. Ja. So funktioniert's. Sind noch zwei Kontrollsiegel übrig. Nur noch ein bisschen.
Und jetzt kann ich auch da drauf und darüber springen. Gar nicht so schwer, wenn man ein bisschen nachdenkt. Tja. Ja, ey, es hat ja. Oh, das Wasser macht mir aber nichts aus, oder? Nicht, dass es mich erschlägt oder so. Das macht mir nichts aus. So, was haben wir hier? Ach, okay, eine Abkürzung sozusagen. Mit meinem schönen Gewand kann ich dann da hoch. Zora-Gewand. Hier ist nichts mehr, nicht, dass ich hier irgendwas übersehe oder. Oh, doch, da oben ist eine Truppe. Kann ich die Wand hochklettern oder nicht? Nein. Komm mal irgendwie anders ran, okay. Okay, ich weiß, wo ich bin. So. Ja, das war ja nicht schwer. Eine antike Achse. Ich muss hier hoch. Kann der klettern hier? Nein. Immer noch nicht, okay. Noch ein kleines Stückchen. Der muss sein Wasserding muss er hier runter spritzen auf mich sozusagen. Einmal noch. Und dann kann ich mir über das Wasser hoch. Oder? Nicht? Ich dachte vielleicht. Okay, nö. Ist doch nicht so gemein. Ich dachte, ich komme hier jetzt irgendwie hoch. Er kann hier an dem Wasser. Ich meine, es ist kein Wasserfall, ich weiß. Aber es ist halt Wasser, was runterkommt. Okay, so dann nicht. Dann. Setzen wir mal ganz runter. Rüberfliegen. Vielleicht funktioniert das. Würde mich aber was interessieren. Der kann ja wahrscheinlich nicht klettern, oder? Nein. Das Klettern ist hier verboten. Komme ich noch höher? Irgendwo? Ja, hier hin. Nein! So hoch komme ich, okay. Wenn man jetzt wieder runtersetzt,
Könnte ich dann hinfliegen oder ist das einfach immer noch zu niedrig? Wird's doch gehen, oder? Ja, ich komm drauf. Hier ist es, okay. So, da haben wir eins. Noch ein Kontrollsiegel. Dann hast du es geschafft. Der andere wird wahrscheinlich da oben irgendwo sein. Oder sehe ich das richtig? Nee, nicht ganz, aber da oben muss ich wahrscheinlich landen. Oben ist auf jeden Fall eine Truhe. Auf der anderen Seite ein Auge. Okay. Das andere ist genau unter mir. Ach, ich muss da rein wahrscheinlich. Okay, gut zu wissen. Ja, das war ja offensichtlich. Eispfeile, dankeschön. So, cool, cool, cool. Wir müssen jetzt da rein noch. Weiß auch nicht, ob der jetzt noch irgendwas damit zu tun hat, der Rüssel. Ich denke nicht, der ist erledigt. Ja, ich bin richtig. Ach, das war falsch. Andere Richtung, oder was? Ach, ich weiß, was ich machen muss. Er muss das Feuer löschen. Genau. So, das kannst du mal wegmachen mit deinem Rüsselchen, den brauchen wir nicht mehr hier. Du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du hin. Aber bleib wachsam. Das war schon der große Dungeon? Echt? Ziemlich einfach und ziemlich einfach. Da oben ist im Übrigen die Truhe. Okay, kann man nicht mitnehmen. Ich möchte nur, dass alle Truhen hier leer sind, deswegen. Ich mach sie auf, nimm's mit und leg's gleich wieder hier hin. Ja,
wäre nämlich dann doch die vom Gegner. Haben wir davon schon ein Foto gemacht? Jetzt ja. Noch irgendwo Schatztruhe. Und dem brauchen wir auch ein Foto. Interessant. So kann man dann sozusagen auch nach Schatztruhen suchen. Interessant. Ein Knopf hier. Nö. Okay, dann müssen wir runter. Und zwar hier rein. Müssen wir uns irgendwie vorbereiten? Ich hoffe mal nicht. Ganz kurz eine Frage. Dieses neue Schwert einhändig. Einhändig. Ach nice, das neue ist einhändig. Gut. Was haben wir für Schilde gerade noch? Okay. Ja, alles Standard. Okay, super. Titans war Ruta. Ach, Bosskampf war ja klar. Sei vorsichtig. Ganon hat dieses Monster geschickt. Vor 100 Jahren hat es mich. Aber du kannst es schaffen. Nein, können wir nicht. Wir sind tot. Ich weiß, du wirst siegen. Seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Ja, hat er. Ah, hinlaufen und jetzt draufschlagen. Junge, der holt aus. Ich möchte ungern meine Wo ist mein Bogen hin? Ist er kaputt gegangen? Kann das sein? Autsch. Oh Mann, ich habe nicht aufgepasst. Oh nein. Sei vorsichtig. Aber noch nicht alles. Ach ja, klar. Soll ich ja noch schwimmen? Link,
Komm, beeil dich. Ist gleich geschafft. Geschafft? Wir haben es geschafft. Was ein Sieg. Oh, den muss ich mitnehmen. Ein Herzcontainer haben wir bekommen. Sehr schön. Und jetzt aktivieren wir die Maschine endlich wieder. Wenn die Steuerungseinheit aktiviert wird, kannst du diesen Titan nicht mehr betreten. Aktivierung fortsetzen. Ich denke, wir haben alles. Sieht man irgendwo, wo Drohnen noch sind? Moment, wir können checken. Eigentlich können wir es checken, oder? Warte. Shika-Sensor. Suche ändern. Drohnen. Schatz, so in der Nähe. Angeblich haben wir da noch nicht alle. Also ich hoffe, Schatztruhen, die wir noch nicht geöffnet haben. In dem Raum oder wo? Suchen wir mal kurz. Halt, falsche Richtung. Wenn es bei einer geöffneten Schatztruhe ausschlägt, dann wissen wir, dass er das meint. Da unten. Vielleicht hier noch irgendwo eine. Hier ist jedenfalls nichts. Ich weiß halt auch nicht, wie weit es gilt, ob das... Aber angeblich muss hier in der Nähe irgendwas sein. Also wenn ich hier stehe, dann rastet er komplett aus.